Okay. Und eigentlich brauche ich den Platz hier zwischen gar nicht. Also eigentlich könnte ich mir hier ein bisschen Platz lassen für die ganze Flüssigkeitsverarbeitung und dieses Ding hier einfach hier durch weiterfließen lassen. So. Wie gesagt, das mit Flüssigkeiten ist noch ein bisschen kompliziert für mich. Chemiefabrik. Input links, Output rechts ist, glaube ich, das Vernünftigste. Und dann so hier hinstellen. Warum eigentlich so weit weg? Ach ja. Ja, doch, macht Sinn. So, pass auf. Hier stellen wir Schwefel her, denn Schwefel brauchen wir für Schwefelsäure. Für Schwefel brauchen wir Wasser und Petroleum in gleicher Mischung. Könnte ich demnach einfach... Ich will das jetzt mal probieren. Nee, das wird dann reines Petroleum. Also erstmal brauche ich sowieso Strommasten, um zu sehen, ob das funktioniert. Aber ja. So funktioniert es nicht. Gut, das ist auf jeden Fall wichtig zu wissen. In dem Fall würde ich die Chemiefabrik sogar ein bisschen weiter hier hinstellen. Und die folgenden dann ebenfalls. Wasser, Petroleum, ups, so. Strom. Strom brauchen wir auch. Sehr viel davon sogar. Letzten Endes besteht das Spiel daraus. Schwefel. Okay, wir stellen Schwefel her. Wir haben jetzt Schwefel. Die Frage ist, was machen wir mit dem Schwefel? Benutzen wir den Schwefel nur für Schwefelsäure oder braucht man den Schwefel noch für was anderes? Irgendwann, irgendwie. Fakt ist, im Prinzip können wir den Schwefel ja erstmal in den Tank bringen. Brauchen also weitere Chemiefabriken. Boah. Batterie. Du brauchst jetzt Schwefelsäure als nächstes. Ups, jetzt habe ich den Schwefel kaputt gemacht. Schwefelsäure braucht dann Schwefel, Eisenplatte, Wasser. Braucht denn irgendwas anderes Schwefel? Das da sind Brennstoffe. Dynamit, Sprengstoff zum Beispiel, braucht auch Schwefel. Okay, das heißt, wir werden den Schwefel zwar hier herstellen, werden den aber erstmal lagern. Warte mal, Schwefel ist... Ach so, klar. Das ergibt natürlich irgendwie Sinn. So, gut, dann nehmen wir ein Band. Es hat schon seinen Sinn, dass ich jetzt einen langen Greifarm genommen habe. Ich will nämlich hinter den weiteren Fabriken dann natürlich ein bisschen mehr Platz haben. So, das ist jetzt Schwefel. Können ziemlich viel, ziemlich schnell davon herstellen. Als nächstes brauchen wir Schwefelsäure. Es könnte sein, dass ich die Mauer hier am besten ein bisschen erweitere. Aber sobald ich das hier öffne, sind wir natürlich ein bisschen in Gefahr. Wir lassen das mit dem Erweitern erstmal. Schauen stattdessen, was passiert, wenn ich ein zweites Rohr an diesen Wassertank mache. Der hat nur einen Ausgang. Der hat zwei Ausgänge. Okay, das zweite Rohr trägt nun Wasser. Hier ist jetzt Schwefel drauf. Vermutlich ist Schwefel irgendwas Wichtiges oder so. Also ich mach mal einen Splitter hier hin.
da. Ich muss definitiv mein Inventar ausräumen. Oder aufräumen. Und ich finde es schade, dass man Gegenstände nicht irgendwo hinwerfen kann. So. Oder vielleicht kann man es ja, falls man es kann, könnt ihr es mir ja schreiben. Oder habt es mir wahrscheinlich schon längst geschrieben. Okay, da haben wir unseren Schwefel-Output. Dieses Schwefelförderband, ich vermute mal, dass es nur für diese Reihe an Flüssigkeitsverarbeitungen wichtig ist. Ich führe es trotzdem mal hier durch. Okay, wir haben das Schwefelförderband. Als nächstes brauchen wir eine weitere Chemiefabrik. Am besten ziemlich nah dran. Und ich vermute mal, dass eine reicht. Weiß es nicht. Vielleicht ist das nicht so gut. Wir lassen es mal bei einem. Bei einer meine ich. Die stellt Schwefelsäure her. Aus Schwefel, Eisenplatte, Wasser. Okay. Das bedeutet, wir nehmen einen intelligenten Greifarm und sagen ihm, hey, auf dieses Band sollst du Eisenplatten legen. Ja, und auf das nächste dann Kupfer. Nee, das ist ja Schwachsinn. Dann nehme ich einfach beides. Damit spare ich mir ein bisschen Platz und es wird trotzdem nicht unübersichtlich, denke ich. Ah, diese Bäume. So. Ich mag keine Bäume, wisst ihr. Warum eigentlich diese Kurve hier? Bin ich doof? Ich will es ja so einfach wie möglich halten. Also gehen wir gerade hoch und gerade zur Seite. Und dann werden wir vielleicht nochmal umdrehen. Aber nicht zwischendrin, einfach so. Das ist nicht so klug. Da muss noch ein bisschen Platz sein. So, hier machen wir dann einen langen Greifarm hin. Der holt sich die benötigten Eisenplatten. Der wird auch die Eisenplatten tatsächlich holen, weil, naja, weil das das Einzige ist, was er braucht. Was die Maschine hinter ihm braucht. Besser gesagt. Genau, tut er. Jetzt habe ich das System dann verstanden. Die Maschine hinter ihm braucht jetzt auch noch Wasser. Das macht es ein bisschen schwieriger. Im Prinzip vielleicht nicht unbedingt. Zumindest nicht viel schwieriger. Sie braucht Wasser als Input. Boah. Also die Chemiefabriken sollten nicht so nah beieinander stehen vielleicht. Wobei aus dieser Schwefelfabrik, da kommen ja keine Flüssigkeiten raus. Also theoretisch kann ich aufgrund dieser Tatsache das Rohr einfach hier dran vorbeiführen. Na, da habe ich wieder eine Verbindung, die ich nicht haben darf. Kommen da eigentlich wirklich? Ja, da kommen wirklich keine Flüssigkeiten raus. Also, nochmal zum Thema. Wir brauchen Wasser. Vielleicht wäre es ja einfacher, mal kurz seinen Verstand einzusetzen. Ein paar Rohre zu machen, obwohl man schon welche hat. Ups. Das ist definitiv nichts, das der Verstand mir gesagt hat. Ich möchte jetzt ein unterirdisches Rohr. Ich muss welche herstellen. Okay, war richtig. Ich hatte nur noch 14. So, da geht's runter, da geht's hoch und da... Oh, wir haben's geschafft. Ich muss Rohre herstellen. Da sind sie. Wasser. So, jetzt... Strom. Was fehlt ihm denn jetzt noch? Schwefel. Ah ja, klar. Dann machen wir einen weiteren roten Arm. Und der nimmt sich den Schwefel vom Fließband und tut ihn in die Maschine. So, herzlichen Glückwunsch, wir haben Schwefelsäure.
Boah, ist das komplex. So, wir haben sogar zwei Outputs für Schwefelsäure. Vielleicht ist es ja klug, einen dieser Outputs zu einem Tank zu führen gleich. Und mit diesem hier oben arbeiten wir erstmal weiter. Nein, eigentlich ist das mit dem Tank doch immer die bessere Wahl. Okay, pass auf, wir erweitern die Mauern. Denn hier wird es langsam sehr eng und ich glaube nicht, dass das so gut ist. Also, ich hatte wirklich keine Mauern mehr dabei. Hätte ich nicht gedacht, um ehrlich zu sein. So, ich habe ein Radar, die haben keins. Die dürften nicht sehen, dass ich hier bin. Wenn sie natürlich kommen, werde ich mich sofort zurückziehen. So, damit habe ich hier ein bisschen mehr Spielraum. Und mit diesem Spielraum werde ich jetzt ein bisschen der Schwefel... Na, lass mich in Ruhe. Ein bisschen der Schwefelsäure hier hinten reinführen. Und zwar in einen Tank, den ich noch bauen muss. Wir bauen einen Tank, Lagertank, und da kommt Schwefelsäure rein. Was ist denn? Türme in einen Kampf verwickelt. Türme in Kampf verwickelt, was heißt das? Dass sie angreifen, okay. Gut. Ich dachte, das hieße vielleicht, dass die Türme Schaden bekommen oder so. Okay, da haben wir den Tank, den machen wir dahin und da kommt die Schwefelsäure rein. Am besten stellen wir ihn direkt gerade davor. So, dürfte passen. Runter, rein. Zack, da haben wir jetzt Schwefelsäure, die relativ schnell hergestellt wird, soweit ich das hier sehe. 19. Na, nicht so schnell. Fakt ist auf jeden Fall, wir können jetzt Batterien herstellen. Das wird unsere dritte Chemiefabrik. Glaube ich zumindest. Schwefelsäure war doch das, was wir für Batterien brauchten. Also das, was uns fehlte, das Komplexere halt. Hier eins freilassen. Ich denke, bei den Chemiefabriken ist das angebracht. So, Batterien. Dafür brauchen wir Eisenplatte, Kupferplatte, Schwefelsäure. Das wird jetzt tatsächlich einfach. Das mit der Schwefelsäure wird vielleicht wegen der Richtung nicht ganz so einfach. Ja, man muss fast überlegen, ob es Sinn macht, dass alle dieselbe Richtung annehmen. Oder ob es das nicht unnötig kompliziert macht. Weil wenn ich dieses Ding hier drehen würde, wäre die Sache viel, viel einfacher. Habe ich wieder keine Rohre mehr? Sieht so aus. Doch, hier oben. Ich habe keine Ahnung, wie das Inventar das schafft oder wie ich das schaffe, aber ich übersehe auf jeden Fall, die Gegenstände, die ich suche, sind auf jeden Fall immer genau da, wo ich sie übersehe. Na, so. Und dann hier. Das meine ich halt mit einfacher. Wenn ich das jetzt andersrum drehe wie die restlichen Chemiefabriken, macht es das irgendwie nur schwerer. Ob es auf Dauer eine gute Lösung ist, weiß ich natürlich nicht, aber für den Moment auf jeden Fall. Da ist er. Okay, langer Greifarm. Du stellst jetzt Batterien her. Ich glaube, wir können jetzt Batterien herstellen. Das ist irgendwie episch. Damit kommt man bei den coolen Kids auch voll gut an. Ja, hier gibt es nämlich keinen Flüssigkeitsoutput. Also ist es eigentlich egal, in welche Richtung das Ding gedreht ist. Und hier können wir jetzt Batterien herstellen. Wir nehmen einen Greifarm, den wir noch haben. Der legt diese Batterien nun auf ein Band, das sich hier befinden wird. Boah, das geht so nicht. Ein bisschen ordentlicher muss ich schon sein.
So, wir haben keinen Strommast. Wir haben einen Strommast. Ich glaube, wir haben es geschafft, Leute. Wir stellen Batterien her. Relativ unregelmäßig und langsam. Woran liegt das? Liegt es an einer Ressource, an einem Engpass oder ist die Produktion so langsam? Die ist tatsächlich so langsam. Kann man eigentlich Gebäude benennen? Nein, leider nicht. Was ist da unten los?